Lektion 1, Video 3, Zihui, Wenzhang, Zhuqi 2, typische Märchen, den Xin der Tonghua. Wir können ja die Aufgabe ist es immer. Na, wir sind just ja Beiche Zihui, wir sind ja Beiche gen Dornröschen, ja, Guanliche Minzen. Dornröschen, sei es auch, die Dame, Dornröschen, just in der Schwemmelchen, meine Lüde. Na, Honne. 我们就看这个故事哦, 然后我们就是要, Deike 好像等一下要考我, yeah, was ist typisch für Märchen? 意思就是说, 童话故事的一些什么典型的特质是什么? 那我们等一下会看, 我会不会过那个考试哦? Und dann? Und dann? Was noch? 对话练习. Yeah! 那我们看一下阳性名字呢, der König, 应该都知道呢,国王嘛,对不对? Der Prinz, 他儿子就是那个王子, der Frosch, 就是青蛙, der Frosch, Plural, die Frösche. Wie macht der Frosch? Quack. Quack, quack. Der Frosch. Wie macht der König? Keine Ahnung. Alles klar, der König, der Prinz, der Frosch, na, warum kann ich ja, 女国王是 die Königin. Michael. Hm. Ich bin deine Königin. Du bist meine Königin und ich bin deine Prinzessin oder dein Prinz. Prinzessin, du bist ist gut. Mein Frosch. Ich bin dein Frosch, oh, danke schön. Ja, Frosch, denk ja, so kann deine Frosch teilige, lang nicht, so dann, ding ja, der ich sitzing. Prinzessin, du bist Gongju, der ist. Na, honne, die Fee, du bist Xianyu, der ist, oh, die Fee. Hajo, Figur. Die Figur, Plural, die Figuren. Figur, 很多意思哦, 一个就是身材的意思。 Michael, du hast eine schöne Figur. Ich habe eine schöne Figur, du auch. Danke. Figur 也是角色的意思哦, Figur 也是剧中人, 比方说一个什么, 你舞台上看到一个戏剧, 那就是里面的一个人嘛, 就是 die Figur, 所以 Plural ist die Figuren. Also Dornröschen ist eine Märchenfigur. Ja. Aha. Das Schloss, Plural, die Schlösser, 就是那个皇宫的意思,王宫嘛, das Schloss, die Schlösser, 然后呢, das Dornröschen, 小心发音, Dornröschen, 就是睡美人的意思. Singular, gibt nur eins. Nur ein Dornröschen, ja. Keine zwei Dornröschen. Dann haben wir uns ja der Wunsch. Der Wunsch ist Finger, zeig mal. Deike 真的,你们如果今天是第一次看到我们的影片嘛, Deike 每次都开我的玩笑, 因为我有一个问题哦, 我的手指坏掉了, 所以他每次都说, 有几个, wie viele Finger hast du? Ich habe 10 Finger, Deike. Einer ist kaputt. Einer ist kaputt. 然后, Turm, 我们好像也学过, Turm 就是什么什么塔, 电视塔的塔, 就是der Turm, Plural, die Türme. 然后呢, das Fest, Fest 就是一个节日呢, 那 Fest 也可以翻成 Party, yeah, 可以翻译成 Party, die Party, heute sagen wir die Party, früher hat man Fest gesagt. Party ist für junge Leute, Fest ist für alte. Fest ist für alte Leute, also Party ist für uns. Ja, Party! Und dann haben wir die Spindel, die Spindel就是一个, 我不知道这个, 中文你看听得懂还是我有没有翻译对呢那是一个纺锤还有一个什么沙锭有我看到两个翻译呢呃反正就是一个很尖锐的一个东西呢所以小心的Spindel然后我们看一下Dornenhecke对这个童话很重要呢Dornenhecke Dornenhecke的中文就是 荆棘树篱的意思哦，die Dornenhecke, Dorn 就是玫瑰，是有那个什么，那个很刺的一个东西，那是 die Dorn, die Dorne,
Die Dorn oder der Dorn? Der Dorn. Na, das ist der Dorn. Na, Hecke ist eine Schule, eine Guanmoli-Chang. Die Dornenhecke. 反正如果你知道这个童话，你就知道那个皇宫外面的就是长什么东西， 就是Dornenhecke， 就是很大的很高的一个树篱就对了。 然后我们还有一个以前学过的东西呢， 就是die Hochzeit， 就是那个婚礼的意思。 那我们现在看 Test， 马上要test 反正我们先看一下， 这个我念给你听，然后呢，我稍微翻译一下呢，因为有时候呢，可能忘记了。 Doch dann schwamm ein Frosch zur Königin und sagte ihr beim Baden, dass sie bald ein Kind bekommt. Doch, 在这里就是 aber 的意思, doch dann schwamm, 有一个青蛙，就是游到这个女国王的方向， 然后跟她说， 因为她刚好在洗澡呢， 她很快就会生小孩呢。 Ha? Ein Frosch kann sprechen? Das ist ein Märchen. Ach so. 童话故事. Nach kurzer Zeit bekam die Königin wirklich ein Mädchen. 不久之后呢，那个女国王呢，就是真的有生一个女孩， ein Mädchen. Ein Kind bekommen? Ein Kind bekommen, 生小孩子的意思呢， 她就是生一个女性的孩子呢。 Es waren einmal ein König und eine Königin, die keine Kinder bekommen konnten. Es waren einmal. 曾几何时有一个无法生小孩的一个国王，有一个女国王。 Es waren einmal eine Königin und ein König und eine Königin, die keine Kinder bekommen konnten. Auf dem Fest zur Geburt gab es Ärger, weil man vergaß, die 13. Fee einzuladen. Die 13. Fee war aber eine böse Fee. Auf dem Fest zur Geburt, 就是那个出生的那个节日那个活动嘛， 有遇到麻烦。 为什么呢？ 因为有人忘记邀请第13个仙女。 那第13个仙女是一个邪恶的仙女。 那我现在要讲一个顺序吗？ 那你现在自己看一下，你觉得呢？应该哪一句应该是第一句呢？我也有看呢，因为我已经知道了。我可以讲吗？ Okay. Es waren einmal ein König und eine Königin, die keine Kinder bekommen konnten. 是不是？ Bing, 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 bing. Doch dann schwamm ein Frosch zur Königin und sagte ihr beim Baden, dass sie bald ein Kind bekommt? Bing, 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 bing. Ah, Ingas, nach kurzer Zeit bekam die Königin wirklich ein Mädchen. Bing, 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 bing. Auf dem Fest zur Geburt gab es Ärger, weil man vergaß, die 13. Fee einzuladen. Die 13. Fee war eine böse Fee. Böse, das ist hier. Irde ist. Ich bin die gute Fee. Ja, natürlich. Ping, 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 ping. Bin die böse Fee. Du bist die böse Fee. Bin die böse Fee. 15 Jahre später traf die Prinzessin in einem Turm eine alte Frau, die ihr eine Spindel zeigte. Die Prinzessin wusste nicht, dass es die 13. Fee war. 就是15年之后呢，这个公主在一个塔，就是那个皇宫可能有一个塔。 一座塔，就是遇到一个老太太呢。那个老太太就是把一个纺锤，就是那个spindle，就是给公主看。那那个公主，die Prinzessin根本不知道，这个老太太就是第十三个仙女，就是那个邪恶的那个仙女。die Prinzessin stach sich in den Finger und fiel in einen tiefen Schlaf. 那个公主她就是刺破她的手指，然后她就陷入沉睡嘛，她就睡很深。然后 die 12. Fee war eine gute Fee， 就是第十二个仙女，就是一个好的仙女， und konnte den Wunsch der 13. Fee noch ändern。你看现在呢，那个 Wunsch 就是本来就是愿望的，但是我觉得在这里也有点诅咒的意思哦，她就是。
可以把这个诅咒改掉了。 Die Prinzessin sollte nicht sterben, 公主不应该死掉了, sie sollte nur 100 Jahre schlafen, 就是要睡一百年。 Nur 100 Jahre? Nur 100 Jahre. Das ist lange. Ja, vielleicht kurz Moment. Kurz Moment. 给你考虑一下, 让你考虑一下。 我也要考虑一下。 Okay. 15 Jahre später traf die Prinzessin in einem Turm ein Alter. Die 12. Fee war eine gute Fee und konnte den Wunsch der 13. Fee noch ändern? Ja. Oh. Das ist auf dem Fest zur Geburt. Oh, 15 Jahre später. Bing, 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 und die Prinzessin stach sich in den Finger und fiel in einen tiefen Schlaf. Ha. Bing, 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 bing. Einer falsch. Ja, das ist viel. Ja? Ja. Die Hochzeit war ein großes Fest und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Süße Hunde, das ist eine Party. Schon wieder ein Fest? Ja, Geburtsfest, ja, Hochzeitsfest? Kann man, ich sehe mehr Netflix, mich so mal, so ich sehe da mit hinter keine Party. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ruger, haben sich hier mehr zu der Horne, haben sich in der Heiz erholt. Nach 100 Jahren schaffte ein Prinz, die Dornenhecke zu überwinden. Oh. 那个überwinden就是克服的意思，可是在这里我觉得也可以说，他这个王子一百年后呢，那个王子他成功就是爬过去的意思，konnte die Dornenhecke überwinden, schaffte ein Prinz, schaffen就是成功做得起来的意思, schaffte ein Prinz die Dornenhecke就是爬过去的, zu überwinden. Das ganze Schloss schlief, 就是 und eine Dornenhecke wuchs um das Schloss. Wuchs, also wachsende, eine Dornenhecke wuchs um das Schloss. Der Prinz küsste die Prinzessin und sie wachte. Küsste? Ja. Sie mal, ihr geht. Aber die Prinzessin kennt den Prinzen nicht. Aber sie das ist ein fremder Mann. Das ist ein Märchen, da kann der Prinz, der Prinz küsste die Prinzessin und sie wachte sofort auf. 就是那个谁，王子就是亲吻了那个公主，然后他马上就睡醒了啊。嗯，aufwachen。aufwachen，就睡醒的意思啊。我看一下，哦，你们我们一起看好了。嗯。嗯。哦，我知道。嗯。嗯，我知道。嗯哼。我可以说吗？现在可以说吗？ 可以吗？ Okay. Das ganze Schloss schlief und eine Dornenhecke wuchs um das Schloss. Yeah. Bing, 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 bing. Nach 100 Jahren schaffte ein Prinz, die Dornenhecke zu überwinden. Bing, 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 bing. Ja, der Prinz küsste die Prinzessin und Jiguane. Ja. So schnell? Ja, dann geht ganz schnell. Ja, kann man. Test 2. Ayoma. Richtig oder falsch? Was ist typisch für Märchen? Was ist typisch für Märchen? Das ist 那个对那个童话故事什么是一个典型的特质呢? Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Tiere und Dinge können sprechen. 动物还有物体东西会讲话. 你说. Das ist Deike. Das ist der Frosch. Ach, das ist der Frosch. Natürlich, das ist richtig. Ja, der Frosch konnte sprechen. Ja, natürlich. Mhm. Es gibt selten Gegenteile. 很少会有相反的. Zum Beispiel gut und böse. 好跟坏. Hässlich und schön. 难看.
naja,很美嘛。Es gibt selten, 很少, falsch. Bing, 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 bing. Es gibt Fantasiefiguren wie Feen, wie Hexenfeen und Zauberer. Figuren, 我们刚刚讲过, Figuren 就是角色嘛, 对不对? 那现在就是那个, Hexe? 你要奇,不是奇幻的一些什么角色嘛? Fantasiefiguren, 就是幻想的。 Es gibt Fantasiefiguren wie Hexen, 巫婆, Feen, 仙女, 还有那个魔术师呢, Zauberer. Ja, richtig. Bing, 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 bing. Orte.就是地方的，这里也可以说场景嘛。场景常常就是一个森林、一个城堡、一个皇宫，还有一个什么塔的。呀呀，还要讲吗？呀呀 ，richtig，richtig，yeah。Richtig. Yeah. 看吧，我都对了，我都知道。Moment, noch nicht fertig。还有吗 ？Ja, noch fünf。Am Anfang des Märchens und am Ende des Märchens， 就是童话故事的开始，还有童话故事的结尾呢。Gibt es einen typischen Satz, 有一个典型的句子, gibt es einen typischen Satz, es war einmal, 我刚刚好像用过了, 曾几何时呢, es war einmal, und wenn sie nicht gestorben sind, 如果没有死掉的话, 他们还在活着呢, richtig. Bing, 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 bing. Das Ende von Märchen ist immer unglücklich, 那个童话故事的结尾 yeah, 一直都, die Prinzessin muss den Prinzen heiraten. Aber das war, das, die war glücklich. Das, die Prinzessin war glücklich. Ach, sie kennt ihn nicht. Aber, ja, ja, man 认识呢. Ja, das ist 小细节而已. Das Ende von Märchen ist immer unglücklich. Falsch. Immer glücklich? Immer, immer glücklich. Das Märchen ist im Präsens. Das Märchen ist im Präsens, 抱歉, das Märchen ist im Präteritum, 所以我们那个第一课呢全部都是 Prä, 不是全部很多都是 Präteritum, 所以 falsch, das Märchen ist im Präsens, ist falsch. 而且在下一个影片呢我们会更细节的看那个过去是怎么用的。Zahlen haben keine besondere Bedeutung, 数字没有什么特别的意义吗？应该是错的吧。嗯。Bing, bing, bing. Welche Zahl hat eine besondere Bedeutung? Drei. Im Märchen Dornröschen? Im Märchen. 100. 100? Ah ja, 100. 100 Jahre. Und noch eins. Oh, 13. Ja, die 13 ist eine schlechte Zahl. 13, 这个数字在欧洲，在德国，就是一个不吉利的数字，是不是？ 13. Ah ja, ja, 13. 100 auch. 100 auch. Ja. Liebe und Familie sind oft ein Thema in Märchen. 爱情还有家庭。常常就是童话故事的那个主题。呀呀 richtig. Bing, 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 bing. 不看吧。Ja, aber du hattest einen Fehler. Ja, 因为我刚刚没有注意哦。对话练习。我们在这个第三个影片中呢，我们就是讲一个童话故事，但是全部都是 preteritum。别忘记哦，现在我们两个就是对话呢，那对话呢我们通常用到 perfect， 所以我们等一下讲的全部都是用 perfect， OK？ Kennst du das Märchen Dornröschen? Nein, erzähl mal. Es waren einmal ein König und eine Königin, die keine Kinder bekommen konnten. Oh, ich verstehe.Doch dann hat ein Frosch der Königin gesagt, dass sie bald ein Kind bekommt. Ein Frosch? Ja, Tiere können im Märchen sprechen. Und dann hat die Königin ein Kind bekommen. Einen Jungen oder ein Mädchen? Ein Mädchen, eine Prinzessin also. Weißt du, dass ich mich zum Fasching immer als Prinzessin verkleidet habe?Fasching, 就是那个嘉年华呢。那 sich verkleiden, 就是打扮嘛。Dein Gedanke, 就是刚说 Prinzessin, als Prinzessin verkleidet habe. Nein, auf dem Fest zur Geburt gab es Ärger, weil man vergessen hat, die 13. Fee einzuladen. Vergessen? Nein, man hat sie nicht eingeladen, weil es nur 12 goldene Teller gab.
Der König war arm. Ein armer König? Arm 就是很穷的意思，贫穷嘛，对不对？ Ein armer König. Keine Ahnung. Die 13. Fee ist aber zum Fest gekommen und hat dem Kind gewünscht, sich an einer Spindel zu stechen und zu sterben. Oje. 小心不要 oje. Oje 就是哎呦的意思。Die 12. Fee hatte aber noch ein Geschenk. Und was war ihr Geschenk? Sie hat den Wunsch der 13. Fee geändert. Die Prinzessin sollte nicht sterben, sie sollte nur 100 Jahre schlafen. Nur? 100 Jahre sind sehr lange. Ja, aber es ist besser als zu sterben. Das stimmt. 15 Jahre später hat eine alte Frau der Prinzessin an ihrem 15. Geburtstag eine Spindel gezeigt. Oh nein! Und dann? Die Prinzessin hat sich in den Finger gestochen und ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Und ihre Eltern und die anderen? Das ganze Schloss hat geschlafen und eine Dornenhecke ist um das Schloss gewachsen. Mist! Saugau! Aber nach 100 Jahren hat ein Prinz geschafft, die Dornenhecke zu überwinden. Juhu! Der Prinz hat die Prinzessin geküsst und sie ist sofort aufgewacht. Wahrscheinlich hatte er einen Kaffee dabei. Dabei haben, 就是带在身上的意思哦。然后他搞不好带来带带一杯一杯咖啡来。Haha, sehr lustig. Die Hochzeit war ein großes Fest. Sie haben so schnell geheiratet? Ja, das ist Liebe. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch heute oder sind vielleicht schon geschieden. Da kannst du noch mal bei Quan. Also, wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dann gab es. 现在还在吵架呢，还是搞不好已经离婚了。所以，我们学到，我觉得蛮实用的一些名词呢。Dornenhecke 你可能比较少用到嘛 ，Dornenhecke Spindel 也许更少的，但是为了 Aber küssen. Ja. Und Prinz. Und Frosch. Prinzessin und Frosch. Frosch 好吃。嗯。田鸡嘛，是不是？我觉得蛮不错的。但是问题不是好不好吃，问题是，我们看这个童话故事的时候呢，我们应该可以了解一下。Spindel， 如果忘记的话，那就忘记没有关系。然后我们现在知道 ，Was is typisch für Märchen？ 那现在换你哦，看你的 App 口说练习，就是可以跟我一起练习一些童话故事里面的好用的句子。OK？ Danke, möchte küssen, aber bitte jetzt nicht。Alles klar. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Küssen.